Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Channel und zwar zur nächsten Episode von unserer Spieltagprognose. Das hat sich sogar fast gereimt. Wieder dabei ist der Tobi. Schönen guten Tag. Der Schützling und sein Meister sind am Start und wir tippen heute mal wieder die 9 Partien der Bundesliga. Wir haben einen sehr interessanten Spieler, die Winterpause ist vorbei. Viele Teams haben sich verbessert, ein paar Teams haben Spieler abgegeben, die sie eventuell schwächer machen. Muss man schauen, wie das Ganze laufen wird. Allerdings ist der generelle Trend eigentlich eher, dass sie sich verbessert haben. Und deswegen denke ich mal, dass die Ergebnisse heute spannend werden könnten, beziehungsweise am Wochenende interessant werden können. Was denkst du so im Groben dazu? Ich sehe das sehr, sehr ähnlich wie du. Das dachte ich mir. Das ist eigentlich alles, was wir dazu sagen können. Und ich denke mal, wir fangen einfach direkt an mit dem Freitagsspiel. Und das wird heißen Borussia Mönchengladbach gegen die FC Bayern München. Fängst du an? Das kann ich gerne machen. Also Gladbach, gute Saison bis jetzt, sind jetzt inzwischen Dritter, glaube ich schon. Aber Bayern natürlich immer noch 41 Spiele, jetzt inzwischen ungeschlagen in der Bundesliga. Und obwohl sie jetzt im Testspiel gegen Salzburg 3-0 verloren haben, glaube ich trotzdem, dass Bayern jetzt einfach nicht anfängt zu straucheln. Und auch wenn Gladbach gut ist, glaube ich, dass Bayern das trotzdem noch gewinnen kann. Das ist schön, ich würde aber gerne ein Ergebnis hören. Achso, du willst auch instant ein Ergebnis haben. Ich würde sagen, das ganze Ding geht 1-2 aus. Okay, ist notiert. Gut, dann bin ich jetzt mal wohl an der Reihe und ich würde sagen, man darf einerseits erstmal diesen Testspielsieg von Salzburg gegen Bayern nicht so hochhängen, denn es war halt nur ein Testspiel. Bayern hat mit einer Dreierkette gespielt und ich denke, wenn sie Viererkette gespielt haben, hätten sie das Ganze auch eventuell noch drehen können, wenn es beim 1-0 oder beim 2-0. Also ich denke mal, das darf man definitiv nicht an die zu hohe Glocke hängen. Bayern hat sich in der Winterpause gut vorbereitet, denke ich mal, haben gute Spiele gemacht, haben noch das Spiel nächste Woche gegen Stuttgart. Vielleicht konzentrieren sie sich noch mehr auf die Aufgabe darauf. Deswegen könnte, ja, die haben halt mehrere Spiele jetzt in kurzen Abständen. Deswegen könnten sie sich eventuell darauf konzentrieren, so, aber naja, haben jetzt auch so ein bisschen Rückenwind, weil sie für die nächste Saison gut gewappnet sind, mit der Verpflichtung von Lewandowski und von Sebastian Rode, ja, glaube ich, auch schon so gut wie sicher durch. Abgegangen ist so wirklich keiner, es gab Gerüchte um Dante, ich denke mal, das habt ihr mitbekommen, aber ich denke mal, dass das nicht den Spielfluss der Bayern beeinflussen wird und Bayern wird 2-0 auswärts gegen Gladbach gewinnen. So, du bist dran. Oh, nächstes Spiel, Dortmund empfängt den FCA aus Augsburg. Sollte man vielleicht dazu sagen. Ich weiß ja nicht, ob das der ein oder andere vielleicht eventuell nicht gewusst hat. Ja, Dortmund, nicht so die Meistersaison wie halt bei 11 und 12, aber trotzdem immer noch echt Champions-League-Niveau. Das sieht man ja halt auch in der Champions-League, wie sie da spielen. Aber auch wenn es ein bisschen glücklich war am Ende hin, aber labern kannst du gut, ne? Ja, labern kann ich echt gut. Und deswegen würde ich sagen, Augsburg spielt dieses Jahr auch echt ziemlich stark. Ja, ich glaube trotzdem, Dortmund fängt jetzt mal wieder an, so eine kleine Serie zu starten. Deswegen glaube ich, das Ganze geht 2-0 aus. Okay, ja, Augsburg im Moment überraschenderweise wirklich sehr, sehr stark, haben sich extrem stabilisiert. Letztes Jahr war es abgestiegen, dieses Jahr sind sie knapp an den Europacup-Rängen dran, beziehungsweise 4 Punkte davon entfernt, beziehungsweise 6, wenn man auf Wolfsburg schielt. Ich denke aber, dass Dortmund auch immer noch sehr, sehr stark ist. Allerdings haben sie jetzt in der Winterpause so einen kleinen Knacks bekommen, denn zum einen geht Lewandowski weg, es gibt andere Gerüchte noch um Reus beispielsweise, den, glaube ich, Barcelona verpflichten will. Also allgemein gibt es viel Gerüchte um Dortmund und einfach auch, weil Augsburg gar nicht den Druck hat, irgendwas gewinnen zu müssen, weil ganz im Ernst, die sind vollkommen raus aus dem Schneider, weil was soll irgendwer sagen, wenn die verlieren? Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich denke, dass das Gerücht, das ganz kurz aufkam um Reus, Dortmund nicht besonders beeinflussen wird. Allerdings denke ich, dass diese Underdog-Rolle Augsburg sehr helfen wird und deswegen tippe ich auf ein 1-1. Ja, wir kommen zum nächsten Spiel direkt mal und diesmal bin ich dran und fange an. Ich muss nur das kurz aufschreiben. Ihr hört das wahrscheinlich im Hintergrund klacken, aber das ist nicht so schlimm. Denn es geht im nächsten Spiel um die Partie VfB Stuttgart gegen den ersten FSV Mainz 05. Ja, Mittelfeldduell, Mainz im Moment 9., Stuttgart 10. Beide nicht so besonders stark im Moment, haben relativ große Krise und ich denke, das wird ein ziemlich unansehnliches Spiel werden. Die haben zwar beide von der Spielveranlagung her echt viel zu sagen, beziehungsweise viel zu melden, weil sie echt schön Fußball spielen können. Gar keine Frage, aber wenn man jetzt ganz ehrlich ist, das ist schon echt ein bisschen kritisch, weil beide halt im Moment so ein bisschen im Formtief sind. Mainz hat am letzten Spieltag gegen Hamburg gewonnen, Stuttgart
Hat noch kein Spiel gemacht, weil sie noch gegen Bayern spielen. Ich denke mal, die fokussieren sich eher ein bisschen darauf, auf das Spiel gegen Bayern, beziehungsweise haben das auch im Hinterkopf. Und deswegen denke ich, dass Mainz mit 1 zu 2 gewinnen wird. Ne, mit 1 zu 0. Mit 1 zu 0. Nein, 1 zu 2. 1 zu 2. Haben wir es? Ja. Sicher? Ja. Ganz, ganz sicher? Hundertprozentig. Meinst du? Ja. Okay. Jetzt hau raus, Mensch. Ja, okay. Ich würde mich da größtenteils anschließen. Bin mir aber nicht sicher, ob Stuttgart sich wirklich auf Bayern fokussiert. Könnte ich mir aber auch gut vorstellen. Ja, fokussieren nicht, aber sie haben es im Hinterkopf, denke ich. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich glaube, das wird eher auch wirklich, wie du gesagt hast, so ein Mittelfeldgeplänkel. Und ich glaube, das geht dann 1 zu 1 aus, dass sich da keiner wirklich dann rein. Immer diese Unentschieden-Tipper. Nee. Wir haben nämlich bei der Regelung, das ist uns vorhin aufgefallen, beziehungsweise vor knapp 3,5 Minuten, dass wir nicht gesagt haben, wie viele Punkte man kriegt bei einem Unentschieden, wenn die Tendenz stimmt, weil bei einem Unentschieden kann, also die Tordifferenz, weil bei einem Unentschieden muss die Tordifferenz ja stimmen, das ist ja ganz obvious, aber da gibt es eigentlich einfach trotzdem 3 Punkte, weil das ist ja das Risiko, wenn man auf Unentschieden tippt und so, ach, ist auch relativ egal. Wir gehen zum nächsten Spiel und das nächste Spiel, ja, das sind meine Hannoveraner, die spielen auswärts gegen den VfL Wolfsburg. Ich würde sagen, ich fange wieder an. Jo. Der VfL Wolfsburg diese Saison bockstark, einfach richtig, richtig gut im Flow, würde ich mal behaupten, sind Fünfter im Moment, haben richtig starke Offensive mit Diego, vor allem der da die Strippen zieht, haben eine starke Defensive diese Saison, auch wenn sie ab und zu mal Aussätze haben, vor allem Naldo spielt sehr, sehr solide, das gefällt mir sehr gut, haben gefährliche Außenverteidiger mit Ricardo Rodriguez, das war es eigentlich auch schon, ich finde den Rechtsverteidiger ehrlich gesagt nicht so gefährlich, ich weiß auch gar nicht, wer bei denen rechts spielt meistens, ich glaube, das müsste eigentlich Trash sein, oder? Ich habe aber keine Ahnung. Ich weiß es halt nicht, ist aber auch nicht so schlimm, denn Wolfsburg halt sehr, sehr stark, haben sich De Bruyne gekauft in der Winterpause, auch ein sehr starker Spieler, der gegen 96 auch schon zum Einsatz kommen soll. Also, die haben quasi, ja, von den Voraussetzungen her sind die besser, aber Hannover hat einen neuen Trainer, Taifun Korkut, hat eine Masoumenos erfolgreiche Vorbereitung gespielt, aber gute Ansätze auf jeden Fall gezeigt mit dem Türki Taka und haben einen neuen guten Spieler dazu gewonnen mit Artyom Zhrudnevs. Und ich denke, dass die einfach langsam mal das Spiel gewinnen müssen, den ersten Auswärtspunkt holen müssen. Und gerade auswärts, haben sie so ein bisschen den Druck. Und ich glaube, gerade weil es auch ein Derby ist, könnte das eine enge Geschichte werden. Und ich tippe bei Hannover ich tippe bei Hannover gegen Wolfsburg auf ein 2 zu 1 für Hannover. Ja, okay, ich glaube auch, dass wenn Hannover endlich mal anfangen will, auswärts zu besiegen, wäre jetzt die Zeit im Derby. Vor allem jetzt in der Rückrunde mit neuen Trainer ohne Vorbelastung, auswärts zumindest. Aber ich glaube trotzdem, dass Wolfsburg dieses Jahr wieder so konstant spielt, also meistens konstant und jetzt echt mit De Bruyne auch noch und generell ihre Offensive ist echt ziemlich stark. Ich glaube trotzdem, dass Wolfsburg das nach Hause holt mit einem 2 zu 0. Die brauchen gar nicht nach Hause holen, die müssen nur die Punkte zu Hause behalten. So. Halt den Maul, ey. Dann behalten die eben zu Hause. Ist mir auch recht. Dann fang du jetzt an mit dem nächsten Spiel. Ja, nächstes Spiel. Nürnberg gegen Hoffenheim. Wir wissen ja, wer hat dich nach deiner Meinung gefragt? Nürnberg gegen Hoffenheim ist das nächste Spiel, das wir behandeln werden in dieser Prognose. Nürnberg spielt zu Hause, sind im Moment 17. sind die unentschieden Könige der Liga, haben immer noch keinen Sieg. Ich meine, gegen Hannover war es ganz eindeutig, sie hätten auch da fast verloren, aber im Endeffekt haben sie ein glückliches Unentschieden bei rausgeholt. Die TSG Hoffenheim eigentlich sehr, sehr stark von der Spielanlage, haben viele gute Spieler, sind aber auch so hinten viel zu unkonstant und hinten viel zu unsicher. Vorne hui, hinten pfui und ich denke deswegen, dass Nürnberg auch gegen Hoffenheim unentschieden spielt und diese Streak fortsetzen wird mit einem 2 zu 2. Mach weiter. Ja, okay. War eigentlich gut zusammengefasst, aber ich glaube, Hoffenheim hat natürlich seine Starspiele abgegeben im Winter mit Tim Wiese. Also ich glaube, das könnte sie echt teilweise ins Straucheln bringen, aber ich glaube trotzdem, dass Nürnberg auch nicht so die große Hürde ist. Deswegen, auch ohne Tim Wiese kann, glaube ich, Hoffenheim in Nürnberg mit 1 zu 2 gewinnen. Oh, Alter, ohne Tim Wiese, das wird schwer für Hoffenheim. Ja, das ist einfach echt eine mentale Stütze mal gewesen. Ja, das ist recht. Freiburg gegen Leverkusen. Freiburg, fang du mal an. Ja, Freiburg, letzten Spieltag 2 zu 1 gewonnen. Ja, sind trotzdem dieses Jahr nicht so überragend wie das letzte. Und Leverkusen, ja, spielt wieder eine starke Saison. Sind zweiter Bayernjäger Nummer 1. Und ich glaube auch nicht, dass sie sich gleich mal zum Start der Rückrunde Blöße geben werden und deswegen in Freiburg mit 1 zu 3 gewinnen können. Hast recht, haben sich auch gegen Bremen nicht die Blöße gegeben, ne?
Naja, was soll's. Ich denke, dass Freiburg definitiv eine starke Mannschaft hat, allerdings diese Saison bis jetzt noch gar nichts gezeigt hat. Und ich denke, das wird sich auch nicht ändern gegen Leverkusen, einfach weil Leverkusen zu stark ist. Auch mit diesem 1:0 auswärts gegen Bremen, dieser Niederlage im Rücken, haben sie nochmal so ein bisschen Ansporn, es jetzt wieder besser zu machen und den Fans zu zeigen, ey, komm, gegen die Underdogs gewinnen wir trotzdem. Auch gegen Braunschweig war es ja schon sehr knapp. Haben sie nicht gegen Braunschweig sogar verloren? Ja, gegen Braunschweig haben sie auch verloren. Also denke ich mal, dass sie gegen die Underdogs jetzt langsam mal punkten müssen, beziehungsweise jetzt punkten müssen. Und deswegen denke ich, dass Freiburg 3-0 gewinnt gegen, nein, Leverkusen gewinnt 3-0 gegen Freiburg, so ist richtig. Ich gerade sagen. Was hast du nochmal getippt? Ich habe 1:3 getippt. Das nächste Spiel, zu dem wir kommen, ist Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC Berlin. Das Topspiel am Samstagabend. Warum auch immer, man könnte da auch einfach mal sowas wie Dortmund gegen Augsburg hinsetzen, was, denke ich mal, viel interessanter wäre, auch von der Spielanlage her. Aber nö, die DFL denkt sich, ach, was soll's, wir legen das uninteressante Spiel auf den Abend. Naja, ich will jetzt nicht sagen, dass Hertha uninteressant ist, aber Frankfurt halt, weil Frankfurt im Moment sehr am Abrutschen, können sich absolut in der Liga gar nicht mehr beweisen. In Europa geht es ja noch einigermaßen, in der Liga sind sie absolut da Ranz. Und Hertha dieses Jahr überraschend gut, sind im Moment auf dem Europa-Cup-Platz, obwohl sie ja erst aufgestiegen sind. Jos Luoka, ein Trainer, den ich nicht besonders mag, aber der auf jeden Fall gute Arbeit leistet bei den Herthanern. Wenn Ramos einen guten Tag hat, Alagi einen guten Tag hat, Benatira einen guten Tag hat und Ronny eventuell auch, wenn er eingewechselt wird, dann könnte das wirklich eine enge Partie werden. Aber nicht eng irgendwie vom Ergebnis her, sondern eng mit dem nicht zweistellig, weil ich denke mal, dass die richtig ausrasten könnten, jetzt auch nach der Winterpause, mit den gesparten Kräften. Deswegen tippe ich auf ein 1:0 für Berlin. Was ist das denn gerade für eine Logik gewesen? Aber okay. Ja, wir erinnern uns wahrscheinlich auch noch mal alle an das Hinspiel am ersten Spieltag, wo Berlin Frankfurt erstmal mit 1:6 wieder nach Hause geschickt hat. Oh ja, das war schön. Und ich glaube echt, Hertha dieses Jahr ziemlich stark, Frankfurt dieses Jahr ziemlich schwach. Und ich glaube auch Hertha gewinnt 0:3, also wieder nicht zu knapp gegen die Eintracht aus Frankfurt. 0:3, alles klar. 0:3. Das nächste Spiel, zu dem wir kommen, ist der SV Werder Bremen gegen Eintracht Braunschweig. Ja, Bremen am letzten Spieltag mit dem Überraschungssieg überhaupt, mit 1:0 gegen Leverkusen, mit mehr Glück als Verstand, gar keine Frage. Aber das könnte den natürlichen Rückenwind geben, jedoch Braunschweig, naja, ist nicht zu unterschätzen. Ich meine, sie haben gegen Hoffenheim gewonnen, sie haben gegen Leverkusen gewonnen. Warum dann nicht auch gegen Bremen? Es wird, denke ich mal, Not gegen Elend werden, weil beide von der Spielanlage so unfassbar langweilig sind. Ich meine, Braunschweig spielt wenigstens noch guten Offensivfußball, während Bremen eigentlich, naja, nichts gegen alle Bremen-Fans hier, also nehmt es mir nicht übel, aber das ist so langweilig, euch zuzugucken. Deswegen tippe ich auf ein 0:0. Braunschweig bekommt den Ball nicht ins Tor, das ist das einzige Problem. Ja, hast du auch mal wieder, wie immer sonst auch, Maxi, alles ziemlich gut zusammengefasst. Ich finde das Spiel jetzt auch nicht so interessant, dass ich mir das jetzt 90 Minuten geben würde. Deswegen sage ich auch einfach mal 1:0 für Bremen. So, wo wir gerade bei Not gegen Elend waren, kommen wir zum HSV. Die spielen ja eigentlich eher gegen sich selber als gegen den Gegner. Aber sie spielen auf jeden Fall zu Hause gegen den FC Schalke 04. Joa. Hamburg hat sich in der Winterpause abgekapselt. Die Fußballabteilung vom Verein Hamburg plus HSV plus irgendwie sowas macht sie für mich noch persönlich unsympathischer, auch wenn ich ja nichts gegen die Fans an sich habe und gegen den Verein. Aber sind halt auch in so sehen Rivalen und deswegen muss man da einfach meine Abneigung genau wie gegen Braunschweig und Bremen teilweise auch ein bisschen nachvollziehen können, auch wenn man natürlich neutral bleiben muss und das Ganze objektiv analysieren wird hier, was ich jetzt tun werde. Schalke sehr, sehr stark auf jeden Fall in der Winterpause gewesen, in der Vorbereitung, haben 1:2 gegen Köln verloren und 0:1 gegen Oberhausen. Das ist auf jeden Fall erfolgversprechend. Hamburger SV hat Artyom Rudnev abgegeben, den besten Stürmer der Bundesliga. Das war, glaube ich, ein Riesenfehler, den sie gemacht haben. Ich denke mal, dass es ein interessantes Spiel wird. Das Hinspiel ist 3:3 ausgegangen und ich denke, auch dieses Mal wird es wieder unentschieden, aber mit weniger Toren und zwar ein 2:2. Ja, man darf natürlich nicht vergessen, dass der HSV sich auch noch mit Ola John verstärkt hat. Der hatte zwar nur ein Spiel gemacht, da hat er eigentlich recht souverän gewirkt, aber generell Hamburg dieses Jahr wieder mal nicht der Verein, den ich mir gerne wünschen würde, um ihn zuzusehen und zu supporten. Heftig, heftig schwieriges Wort auf jeden Fall. Deswegen, und Schalke ist halt immer, Schalke kann immer mal gewinnen. Aber ich glaube, die sind immer für einen Sieg gut und ich glaube, Schalke gewinnt in Hamburg 1:2.
Joa, damit haben wir eigentlich fast kein Ergebnis gleich getippt. Wir haben kein Ergebnis von Er Alter. Joa, so, das war's dann von dieser Prognose. Wir haben viele Ergebnisse getippt mal wieder und wir haben eigentlich teilweise wirklich gleiche Ansichten von der Tendenz her. Ich denke, dass das interessant wird auf jeden Fall, wer hier gewinnen wird. Das Ergebnis vom letzten Spiel, da können wir noch nicht sagen, weil Stuttgart noch nicht gegen Bayern gespielt hat. Im Moment steht es 4 zu 3 für mich nach Punkten. Ja, unsere Ausbeute war sehr, sehr mau. Ich hoffe, dass es diesen Spieltag nicht so wird. Aber das vom letzten Spieltag müssen wir noch abwarten. Das Spiel Bayern gegen Stuttgart und dann können wir das sagen. Aber mal sehen, wie dieser Spieltag verlaufen wird. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns von diesem Video und Tobi fängt damit an. Ja, ich freue mich wieder aufs nächste Mal schon, wenn ich dann mal wieder gewinne tun. Wenn, oh Gott. Mach's nochmal. Ja, danke schön. Ja, und ja, ich verabschiede mich einfach mal. Oh Mann! Ah! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade überwältigt, Maxi. Ja, jetzt mach, Mann! Ja, ich verabschiede mich und ja, sage einfach mal bis zum nächsten Mal schon wieder. Ciao. Gut, dass das One-Take geklappt hat. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut auf jeden Fall beim Tobi vorbei, wenn ihr interessante Videos sehen wollt, bei meinem kleinen Schützling. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt eure Tipps in die Kommentare. Bis dann. Haut rein.